Ja, Leute, tatsächlich gibt es nicht viel zu sagen. Es geht direkt heiß weiter mit der zweiten Folge von Are You The One? Reality Stars in Love. Woo! Leute, wir streichen dieses Reality Stars in Love. Ich sag nur noch Are You The One, okay? Weil das dauert mir jetzt zu lange im Intro. Die letzte Folge endete ja damit, dass richtig viel geflirtet wurde. Viele Leute haben schon miteinander rumgeknutscht. Wir sind total unbeeindruckt davon. Deswegen muss auch schon mehr passieren. Und die ersten Leute landen direkt im Boom Boom Room. Wer das ist und was da sonst noch alles passiert, das erfahren wir hier. Gerne könnt ihr euch natürlich auch die ganze Folge angucken. Das findet ihr auf RTL Plus. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten natürlich gerne den Kanal abonnieren. Wir haben gemeinsam Spaß. Und schau mal, was dann so abging. Boah, es ist heiß aufs Haus. Ich hatte gar keinen Plan für ein Boom Boom Room. Ich wollte einfach nur wirklich schlafen. Und Shakira hatte gar nicht den Plan, mit Marvin zu schlafen, sondern sie wollte einfach nur übernachten dort. Weil man hat ja gar keine Ahnung. Boom Boom Room, was soll das für ein Raum sein? Man hat auch noch nie was von Are You The One gehört. Man weiß nicht, was da abgeht. Komplett naiv geht man rein in die Sache, ne? Ich weiß auch natürlich nicht so, was sie vorhat, was jetzt die Intention bei ihr ist. Tatsächlich, Marvin, bin ich mir bei Shakira auch nicht sicher, ob sie überhaupt weiß, was sie vorhat und was ihre Intention ist, weil sie ist auch sehr sprunghaft und wechselt alle 2 Minuten ihre Meinung, ne? Mega Leistung, richtig geil. Ich bin ja heute Nacht sehr spät ins Schlafzimmer gekommen und ich wusste gar nicht, neben wem ich mich so hinlegen sollte. Oh mein Gott, und alle sind schon am Kuscheln und am Rummachen und am Rumknutschen und sie kommt jetzt so rein. Hi, ist hier noch eine verzweifelte Seele, zu der ich mich legen kann, bitte? Bitte? Also, jetzt mal Real Talk, ne? Wer hat hier noch Platz? Wo ist hier? Und da war Emanuel und er wollte eigentlich schon die ganze Zeit, dass ich mit ihm im Bett schlafe. Und dann dachte ich, ja, okay, komm. Machen wir halt, ne? Legen wir uns zu Emanuel. Ich meine, der hat ja keinen, der wird nie jemanden kriegen. Rudis Resterampe, gehen wir mal dahin. Ja, und dann hat Emanuel sich gefreut, die haben ein bisschen rumgeknutscht. So muss es halt einfach sein, ne? Schön. Richtig süß. Ich habe ja Marvin gestern erlebt und gestern war so Attacke, Shakira, Aber heute ist so das Gegenteil von Attacke, der geht mir aus dem Weg gefühlt. Der Boom Boom wurde leider nicht eingeweiht. Leider, leider. Oh, und da wollte der Marvin wirklich Sex im Fernsehen haben und dann passiert es leider nicht. Und da ist er natürlich enttäuscht. Er geht mit der Frau in den Boom Boom Room und sie so, nee, du lass mal. Ja, und dann ist er traurig. Und man muss noch dazu sagen, Shakira, der hat gestern gesoffen, genau wie alle anderen auch, der ist leicht verkatert. Da ist jetzt nicht mehr viel mit Flirty Flirty, da ist erstmal Ausruhen angesagt. Aber schön? Nein, Bruder. Nein, nicht schön? Nein. Mach mir einen auf Welle, lass Bum 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 schlafen und so. Und danach hat die auf, ich will schlafen, ich will schlafen. Ja, okay, dann lass doch normaler Raum schlafen gehen, bitte. Da hat er ein bisschen recht. Also klar, man sollte jetzt nicht erwarten, weil du mit ihr in den Bum 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 gehst, dass du Bam Bam Sex kriegst und nicht zu enttäuscht sein, aber die Erwartungshaltung kann man trotzdem irgendwie nachvollziehen. Hey, lass in den Sexraum gehen, aber nur zum Schlafen. Obwohl, ich würde es einfach auch so machen, weil auf diesen großen Gruppenschlafsaal hätte ich jetzt auch nicht so wirklich Bock. Können wir erste Nacht einfach nur mal chillen, so ein bisschen rummachen? Muss ich jetzt dir wirklich gönnen direkt? Nein, musst du nicht. Man muss nicht immer sofort gönnen. Man muss überhaupt nicht gönnen. Außerdem kann auch mal der Mann ein bisschen mehr gönnen. Und er wollte, okay, er wollte ja gönnen. Shakira, du weißt, was ich meine. Paulina, so hieß sie doch, oder? Die mit Paco, hat natürlich jetzt aber auch den ersten Abend überstanden, ist immer noch an Paco interessiert, aber will jetzt auf cool machen. Cool und lässig. Na? Na? Eine Frau? Na? Bist du ready? Mhm. Hast du Bock? Ja. Bist du gut gelaunt? Ja. Und sonst? Mensch, das sind aber auch einfach die Flirtgespräche, die man braucht, ne? Da lernt man sich kennen, da ist man nett, man kriegt ein Bonding hin, alles toll. Ganz nett. War eine turbulente Nacht. Ja, okay, sie hat aber anscheinend gegönnt und sie hat alles gegeben. Und Paco, der nutzt das, glaube ich, ein bisschen aus und genießt das auch. Also anscheinend, sie haben eigentlich nur Spaß. Also sie will richtig, hat richtig Bock auf Paco und Paco denkt sich so, ja, why not? Allerdings, ich sag euch, das wird noch ein paar Folgen. Das Geheule wird groß werden. Mein Gott, was habe ich gemacht, ey? Das frage ich mich auch, was war denn das jetzt gerade für ein Cringe-Move? Ey, yo, Bro, war eine coole Nacht, ne? Hast du gut gemacht. Ein bisschen noch in die Schulter reinkneten. Sexy. Jetzt nicht so sexy? Naja, tatsächlich ist es aber auch so, dass Paulina ja auch Interesse an Danilo hat, also zumindest perfekt matchmäßig. Allerdings hat er mit ihr schon abgeschlossen. Also, ich sag ja so, fürs Spiel kann sie mein perfekt Match sein. Im Privaten hätte ich sie nicht mal mehr mit meinem Arsch angeguckt. Weil sie hat mit einem anderen rumgeknutscht und dann auch noch mehr gemacht. Das ist zu viel für ihn. Da sagt er sofort nein. Also die haben ja nicht mal irgendwie gedatet. Sie haben sich nicht mal kennengelernt. Sie waren einfach so, hey, ich finde dich interessant und ihn auch. Sie knutscht mit Person A rum. Nein!
Das ist für mich vorbei jetzt hier mit ihr. Okay, das ging natürlich schnell. Du musst mir nicht alles sagen, aber wenn ich dich so frage, ey, was ging gestern was? Nee, das war heute vorhin deine Antwort. War ja auch nichts. Ich weiß aber von Paco, der hat mir gesagt, dass sie an ihren Pisellino ist, ne? Es gab einen Handjob, sag doch einfach, wie es ist. Und tatsächlich spielt sie es runter. Nein, alles gut, hihihi. Und das ist, glaube ich, schlimm, wenn man dann nicht dazu steht. Also das macht es so, ich weiß nicht, irgendwie ist das so ein ganz komischer Eindruck vielleicht. Und dann macht es gerüchtemäßig die Runde. Dann steht man plötzlich komisch da, weil man es nicht zugeben wollte. Und es kommt eh raus. Spätestens, wenn Sophia Tomala slutshamed, also überhaupt. Naja, natürlich lebt Are You The One allerdings nicht nur von diesen ganzen Flirts, die jetzt noch nicht wirklich Flirts waren, sondern auch von den Spielen und von den Matches und von den Dates. Und jetzt geht es erstmal zu einem Spiel. Massage mit Happy End. Oh, da kommen wieder schreckliche Erinnerungen hoch. Das sind so Spiele, die sind, also früher haben die in den ersten Staffeln, haben die wirklich was gespielt und jetzt machen die eigentlich nur noch Trockensex. Wer kann es am besten? Jedem seriösen Massagesalon gilt für Männer eine goldene Regel und die lautet, nicht anfassen. Ich finde das ein bisschen sexistisch und deswegen gilt im Namen der Gleichberechtigung heute das für beide Geschlechter. Sophia Tomala einem Sexismus erklären möchte, kommt, glaube ich, das dabei raus. Ja, die Männer dürfen sich jetzt hinlegen und die Frauen nicht anfassen und die Frauen dürfen wahrscheinlich die Männer nicht anfassen, sondern müssen sie jetzt irgendwie anders massieren. Der Sexismus wurde bekämpft, bekriegt und beendet. Danke. Wenn ihr gleich die Männer massiert, dann sind eure Hände tabu. Ja. Danke für diese tolle Sache. Ja, und die Frauen müssen dann natürlich wieder abliefern, performen und die Männer legen sich hin und genießen einfach nur. Tolle Challenge. Ja, und wer hätte gedacht, dass es so abläuft? Ich glaube, jeder, nachdem man die Challenge gehört hat, ne? Kim Virginia, sie gibt alles. Das Geheimnis einer guten Massage ist so ein bisschen wie in der Liebe. Es muss immer ein bisschen Liebe dabei sein, Fuego und ein bisschen Hass. Das Geheimnis der Liebe ist nicht, dass immer ein bisschen Hass dabei ist. Also Kim Virginia, bitte gib uns keine Massagetipps. Was redest du da? Boah, das ist stark. Ich schwör, ich komm gleich, Alter. Oh mein Gott. Haben wir ein Niveau in dieser Staffel gesucht? Ich glaube nicht, oder? Nein. Ich fand süß. 7 Punkte. Süße 7 Punkte. Ja. Paco? Ja, ich schließe mich da an. Fabio? Ja, ich muss sagen, war sehr gut, aber ich habe keine Referenz. Deswegen muss ich nur eine 5 geben. Ah, geil. Fabio, aber so kann das doch nicht funktionieren, weil es gibt ja nicht jedermann Punkte, sondern es werden 3 Männer von den Frauen ausgesucht, ein bisschen beritten und die geben dann Punkte ab. Und das bedeutet, du kannst nicht, weil das... Oh, ja gut, ich glaube, Fabio sollte man ja nicht mehr massieren, wenn man gewinnen will, weil so wird das nichts. Ja. Der stöhnt, das ist ein dankbarer Massagegast. Okay, Virginia, kleiner Tipp für dich. Wenn du deinen Partner zu Hause privat massierst und der ein bisschen dabei stöhnt, schön und gut... Wenn du jemanden massierst, ganz normal, und der dabei richtig hart stöhnt, ist das eher super seltsam, anstatt einen dankbaren Massagegast zu haben, weil, naja, es ist schon super seltsam. Das ist eine crazy Massage. Fand super, ich gebe einen 8. Oh ja, yeah. Genau so. Da kommst du ans Ziel. Sehr schön. Ich auch. Ja, bitte. Ja, tatsächlich war bei Marvin die Challenge, alle werden hier massiert, ich kriege mit, wie alle rumstöhnen und er liegt da, keine Ahnung, eine Stunde im Halbschatten und darf sich nicht rühren, wird nicht angefasst von niemandem. Es gibt immer so jemanden, den einfach keiner haben will, ne? Das ist leider Marvin. Aber er hat ja Shakira, die ihn auch nicht haben will. Verkackt. Jennifer und Paulina. Jennifer, mit wem willst du auf Date? Sag mal. Ich nehme Danilo. 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 Das könnte echt ein Perfect Match sein, weil ich auch ja mit Danilo schon ein paar Mal gesprochen habe und er hat sie, glaube ich, schon dazu gewählt, so in seinem Kopf. Fabio. Ja, und das sind dann tatsächlich unsere Date-Paare. Eigentlich wollte Paulina Danilo nehmen, weil sie denkt, fürs Spiel können sie Perfect Match sein. Aber da hat Jenny ihn leider weggegrabt. Die hat zwar mit Emanuel rumgeknutscht, aber das war ja auch nur Notfall, notgedrungen für die Nacht. Und jetzt haben wir unsere Datepaare, die sich aufmachen. Ja, das ist ja super. Ich hätte Lust auf Jetski fahren und unterm Jetski so eine Flasche Weißwein, karierte Decke mit einem Baguette und Butter. Mehr brauche ich gar nicht. Oh, richtig schöner Traum. Jetski fahren und unter dem Jetski, also im Meer, dann eine schöne Decke mit einem Baguette. Traum, wirklich schön. Während die Datepaare sich dann allerdings bald aufmachen und sich richtig, richtig freuen, geht es in der Villa schon wieder heiß her. Man muss ein bisschen quatschen, es gibt viele Erzfeinde und naja, man unterhält sich. Ich genieße erstmal die Zeit, ich analysiere, ich
Ich gucke für Gespräche. Stiller Beobachtermäßig. Richtig. Ich muss nicht unbedingt in die Offensive gehen oder so. Ich bin total entspannt. Warum denn nicht? Nö. Das ist nicht meine Art. Muss ich auch nicht. Das muss der Paco nicht. Der Paco findet sein Perfect Match durch Beobachten. Der guckt sich die Menschen an und denkt sich so, yes, ich weiß ganz genau Bescheid. Dynamiken, scheißegal. Wissen über die Leute, scheißegal. Ich beobachte die, was sie so machen. Ja, ich glaube, die Strategie geht bestimmt auf. Mhm. Genau. Also du bist generell also so ein bisschen stiller, ne? Nicht für gerade, meine ich. Wegen gestern halt einfach. Was meinst kommt du? Kommt bei mir nicht ganz so cool an, wenn man so Beleidigungen sagt. Guck mal, also, da musst du dir irgendwelche Bitches geben und so, die... Meinst du mich? Du bist eine Bitch für mich, ja. Warum? Das weißt du auch. Halt deinen Mund. Rede nicht so mit mir. Ich soll meinen Mund halten? Anni, halt immer deine Beine zusammen. Okay, toll, Kim Virginia. Gerade von der Person, die jetzt übergriffig im Trash-TV bekannt ist, was sexuelle Belästigung angehen könnte, ist das ein netter Spruch. Erstmal wieder Slut-Shaming. Ja, das gibt wieder Stress. Also da sind super viele Sachen passiert. Einmal wollte sie mich in ihr Onlyfans-Business reinholen und da ist auch alles einfach schräg gelaufen. Also es war alles super schräg, aber ich habe erstmal gedacht, scheiß drauf. Machst du mit? Machst du doch nicht mehr mit, weil Shakira und Kim Virginia waren mal befreundet. Sort of, man weiß es nicht genau. Und dann waren sie jetzt nicht mehr befreundet und hassen sich. Onlyfans ist auch eine Plattform, die ich noch nicht ganz verstanden habe, warum es das überhaupt gibt, weil man kann sich sowas doch überall kostenlos angucken. Warum muss man dafür Geld bezahlen? Aber Leute machen es und dann bringt es halt Geld ein, ne? Bikinis, Fotos ist okay. Aber komplett nackt ist schwierig. Ja, und da hat auch nochmal Mike gesprochen, Machtwort gesprochen, damit wir jetzt alle Bescheid wissen. Leute, das ist die Grenze. Frauen, ihr dürft euch im Bikini-Foto, alles okay, aber weniger, nee, das ist nicht okay. Wirklich, bitte lasst es. Danke, Mike, dass du das nochmal klargestellt hast. Für die Frauenwelt, sie ist dir auf ewig dankbar. Bei mir und den Boys läuft's gut. Annelie gefällt mir, dass der down to earth ist. Ich liebe den Dialekt, wenn er ein bisschen rauskommt. Marie ist schon ganz interessant. Sie ist sehr sexy. Gibt es sonst noch was an ihr interessant ist? Irgendwie ihre Augen, ihre Brüste, komm, das ist auch nochmal, nimmt man immer mit. Aber immerhin, sie findet ihn interessant und er findet sie sexy. Das ist doch auch schon mal vielleicht ein Perfect Match. Sieht gut aus. Sieht immer gut aus. Dann sag's doch. Hä? Dann sag's doch. Sag ich doch gerade. Kennt ihr noch so Facebook, diese Status da? Es ist kompliziert. Oder was besser wäre, es ist toxisch und wir lieben es. Niemand liebt es, Shakira. Was stimmt denn eigentlich auch nicht mit dir? Also bis jetzt hat Marvin, wenn man es mal ganz kurz beobachtet, nichts falsch gemacht. Der ist zu Shakira direkt hingegangen, hey, ich habe Interesse an dir. Hey, ich finde dich toll. Hey, ich finde dich scharf. Er hat mit keiner anderen Frau geflirtet, was man mitbekommen hat. Er hat mit anderen Frauen natürlich geredet, aber sonst nichts. Er hat nur einen Fokus auf sie und sie so, ah, du verarschst mich doch. Du willst mich nur verarschen. Ja, so kann es natürlich auch nur schief gehen. Wir sind allerdings dann auch nun bereit, endlich für das große Date. Und vielleicht wird es was Schönes. Glaubst du, wir gehen auf ein Boot oder so? Weißt du? Ein Traum, genau das hat sich der Fabio gewünscht. Und ich glaube, ich weiß schon, wer der Liebling der Produktion ist. Du hast gesagt, gib mal richtig Gas. Habe ich einmal Gas gegeben, du fliegst runter, kann ich ja nichts dafür. Ja, Danilo wollte einfach Spaß haben mit der Jenny und die so, nö, ciao, ich bin dann mal weg. Und dann musste er den Rest der Zeit alleine Spaß haben. Bis die wieder aus dem Wasser raus war, das hat gedauert, Leute. Ich bin eigentlich schon mit dem Kopf hier reingegangen, dass ich mich verliebe. Was ist dann so dein Plan mit dem Partner? Also ich will ja in den nächsten 5 Jahren heiraten, mein erstes Kind kriegen und dann mal schauen. Also ich will auch eigentlich zu Hause bleiben, für die Kinder da sein, kochen und so. Oh, das bedeutet, sie könnte wirklich das Perfect Match von Danilo sein. Der hat in der ersten Folge gesagt, er will einfach gerne eine Hausfrau haben, die ihn betüdelt, bekocht, Wäsche macht, Kinder kümmert, bla bla. Und genau das möchte Paulina. Oh mein Gott, diesen Perfect Match einfach, weil das auch die einzig wichtigen, adäquaten Sachen sind, die einen verbinden. Das Problem ist, normalerweise würde ich sagen, wow, ein kleiner Match da in dieser Charakteristik oder dieser Einstellung, das sagt gar nichts aus. Von I The One aus den vergangenen Staffeln wissen wir, es muss nur eine Kleinigkeit sein und zack, sind sie ein Perfect Match. Er liebt Erdnüsse, sie liebt Erdnüsse. Bam, Perfect Match. Er mag Katzen, sie mag Hunde. Bam, no match, ihr könnt nicht zusammen. So ungefähr läuft das die ganze Zeit. Deswegen, das wird es wahrscheinlich der sein. Das ist der Grund, wir haben das Perfect Match gefunden. Die sind noch nicht zusammen auf dem Date. Oh nein. Ich finde es halt schwierig, jung Mutter zu sein. Mit 25 Mutter sein kann man machen, aber ich würde es nicht empfehlen. Nicht, weil ich jetzt der lebenserfahrene Guru bin, sondern... Meines Erachtens sollte man 20 bis 30 nutzen für sich selbst. Ja, allerdings ist man dann ja auch schon 30 und dann noch ein Kind zu kriegen ist langsam tick-tack, tick-tack, das muss man hin machen. Das bedeutet, also ich finde es eigentlich voll gut, wenn man mit 20 sagt, oh, komm, in den nächsten 5 Jahren soll das ungefähr so laufen und
Komm, 25 Jahre ist auch einfach definitiv alt genug. Mit 18 bist du offiziell erwachsen und kannst viele Dinge machen, wirst noch ein paar Jahre reifer und dann, bam, Kind ist okay. Also, was spricht dagegen? Würdest du wollen, dass deine Frau zu Hause bleibt oder auch arbeiten geht? Ja, ist schwierig. Es kommt drauf an. Also, klingt natürlich auch interessant. Mein Mann sucht ja sowas, eine zweite Mutter. Nein, Fabio, wir suchen nicht alle eine zweite Mutter. Das ist ganz schön seltsam. Ich bin einfach nur verwirrt. Ich glaube, wir werden heute das erste Perfect Match sein. Ich komme und wenn ich gehe, gehe ich. Und wenn ich dann noch eine passende Frau kennengelernt habe, die süß ist und abenteuerlustig. Dann ist er zufrieden. Also er ist in dieses Projekt gegangen. Am ersten Tag so, ja, ich kann auch schon weggehen. Ich habe doch jetzt hier eine Frau gefunden, die ich ganz interessant finde. Und das geht mir auch immer ein bisschen zu schnell. Also das ist so ein seichtes Kennenlernen. Die sind noch überhaupt nicht in der Tiefe. Das ist noch nicht mal, die haben noch nicht mal die rosa-rote Brille aufgezogen. So fix sind die. Und sind jetzt schon so, ja, vielleicht sind wir das Perfect Match, ne? Leute, mach mal Piano. Seine Vorstellungen von einer Frau sind einfach andere, als die ich mir für meine Zukunft vorstelle. Wir könnten so eine Bromance haben, aber keine Romance. Und so sollte es bitte eigentlich normalerweise ablaufen. Man lernt sich kennen auf einem Date, ganz viele Gespräche und merkt, man passt in vielen Einstellungen nicht zusammen. No match. Oder, oh, man passt in vielen Einstellungen zusammen. Das wird ein perfekt Match sein. Also jetzt auch gute Einstellungen, nicht so wie, oh mein Gott, ich esse gerne und schlafen finde ich auch ganz cool. Das ist ja jetzt doch keine fundamentale Einstellung, ne? Der Kuss ist schon, fehlt nur noch ganz bisschen. No, aber die haben es nicht gemacht und ich liebe das. Also alle anderen sind schon wild am Rumknuschen, die ganze Zeit in der Villa und die beiden so, ha, bald können wir uns auch küssen. Ich meine, die haben noch gar nicht eine riesen Verbindung, aber bald können die sich küssen. Und ich persönlich finde immer dieses Kribbeln vor dem Kuss, also es ist noch kein Kuss passiert, man hat sich nicht geküsst, aber man will es bald und man traut sich noch nicht und man macht es nicht cringe wie Finn aus Bachelorette, sondern macht es normal. Das finde ich immer ganz cute. Ja, in der Villa selber wird allerdings natürlich auch noch wild geflirtet und Emanuel, der geht auch auf die Frauen zu. Geht's dir gut? Ja? Ich kann mich nicht beklagen. Ja? Bist du happy? Ja, du? Ich denke noch zu viel nach aktuell. Okay. Aber ich will es ablegen. Sollte man auch definitiv im Trash-TV. Stell dir mal vor, du hast im Trash-TV jemand, der viel nachdenkt. Bäh, wo kommen wir denn da hin? Würdest du sagen, dass du spontan bist? Ja. Ja? Ja. Was ist, wenn ich mich gerade danach fühle, dass ich küssen will? Jetzt nicht. Jetzt nicht? Nein. So spontan bist du nicht? Das hat nichts mit Spontanität zu tun, Emanuel. Das ist einfach nur wieder sehr, sehr plump als Anmache. Und man muss auch wirklich Bock haben, mit dir rumzuknutschen. Oder notgedrungen jemanden ja finden. Wie halt Jenny, letzte Nacht. Das hätten wir jetzt rumgemacht. Na, das ist einfach nicht so. I don't feel it right now. Nee. Ich habe das irgendwie anders wahrgenommen. Wieso auch immer er das getan hat, weil da war überhaupt keine Stimmung da, da war nichts. Er hat einfach aus dem Nichts heraus behauptet und gesagt, hey, lass doch mal rumknutschen. Nee, du hast dich da hingesetzt, zwei Sätze mit ihr gewechselt, das reicht leider nicht. Aber wenn Emanuel mal so flirtet, wissen wir noch, was uns erwarten wird, ne? Es geht allerdings dann auch noch später zur großen Matchbox-Entscheidung und wir sind alle ganz gespannt, weil, naja, Leute, wir wollen es doch wissen hier, was da wieder abgeht. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Matchbox läuft folgendermaßen ab. Zwei gehen auf ein Date, anschließend treffen sie sich in einem Zwei. Immerhin weiß Paco noch, dass zwei Leute beteiligt sind bei der Matchbox-Entscheidung. Das ist ja immer eigentlich auch die Hauptsache, ne? Danilo und Jennifer oder Fabio und Paulina. In die Matchbox geht. Oh mein Gott! Und wie ich das gesehen habe, war das sogar eine einstimmige Entscheidung. Das bedeutet Hoffnung bei den anderen beiden nicht vorhanden. Aber die wussten ja auch, die sind kein Perfect Match. Und die gehen jetzt los. Und alle sind so, oh mein Gott, das ist ein safe Match, weil... Ja, warum eigentlich? Ich will es wissen. Jetzt passiert etwas, das gab es bei Are You The One noch nie. Ja, genau. Was? Jetzt schon? Es ist die zweite Folge. Was soll denn jetzt Großartiges passieren? Noch nie gab es ein Angebot in Matchbox-Entscheidung Nummer 1. So, pass auf. Ich biete euch 25.000. Okay, dann 50. Unnormal, 50.000. Das ist relativ viel Geld. Und jetzt nochmal für alle, die das nie verstehen. Was bedeutet dieses Verkaufen wieder? Also, es gibt eine Matchbox-Entscheidung. Da gehen die Kandidaten rein und kriegen dann gesagt, hey, ihr seid auf jeden Fall ein Match oder ihr seid auf jeden Fall kein Match. Also Match, Perfect Match, No Match. Fertig. Allerdings kann man diese Entscheidung, diese Informationen verkaufen, dass man sie nicht bekommt, für halt 50.000 Tacken in diesem Fall, die dann in den Jackpot landen. Und wenn sie am Ende des Preisgeld gewinnen, gewinnen sie halt mehr Geld.
So, gar nicht mal so schwer. Allerdings dann immer die große Frage, will man das riskieren? Nein, wir verkaufen nicht. Das ist safe ein Match. Das ist safe ein Match. Wir verkaufen nicht. Wir verkaufen nicht. Ich liebe es, wie Tizi es einfach gar nicht versteht. Also wenn es ja safe ein Match wäre, dann kann man ja einfach verkaufen, weil es ist ja safe ein Match, man weiß es. Dann kann man einfach sich die Entscheidung sparen, das Geld nehmen. Allerdings ist es ja nicht so safe ein Match, weil anscheinend will er ja nicht verkaufen. Wenn die Geld brauchen, dann gehen die zu Wer wird Millionär? Für 50? Hör mal, niemals. Jetzt unterhalten sich erstmal die Erwachsenen. Ich suche jetzt einen aus und der teilt mir direkt eine Entscheidung mit. Hey, hör zu. Verkaufen ist einfach dumm. Und ich würde so ein bisschen ausrasten, wenn es wer macht, weil es einfach dumm ist. Paco. Und Paco denkt sich so, ich will die Villa brennen sehen direkt am ersten Tag. Und wir können eigentlich alle vorhersehen, das wird kein Perfect Match sein. Das ist einfach ein No-Match, das kann man sich direkt sparen. Die finden nie am ersten Tag ein Match. Stellt euch mal vor, wie krank das wäre, am ersten Tag ein Match zu finden. Das bedeutet, man kann einfach die 50.000 Tacken nehmen und sich freuen und denken, das ist ein No-Match, weil es eh ein No-Match ist. Aber mal gucken, was passiert, weil das erfahren wir jetzt leider nicht. Die große Entscheidung sehen wir erst in der nächsten Folge. Ja, Leute, und damit endet das Video. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Hier könnt ihr mal noch Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.